Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute möchte ich mit euch einer meiner Lieblingsgerichte machen, weil es so schnell und so einfach geht. Und ich habe heute einen langen Arbeitstag hinter mir gehabt, muss nachher noch zu einer Sitzung. Und so von daher mag ich es, wenn ich etwas schnell auf den Tisch zaubern kann, was mich wenig Arbeit kostet. Und das ist so ein Gericht, und zwar überbackene Hähnchenbrust mit Ofenkartoffeln. Und den Thermi brauchen wir nur einmal, und zwar beim Zuarbeiten. Und ich zeige euch mal, was wir alles brauchen. Als erstes zerkleinern wir uns den Käse. Und das ist auch schon alles, was wir heute mit dem Thermi machen. Er arbeitet uns halt zu, und der Rest erledigt der Backofen und unser Herd. Das zerkleinere ich jetzt. 7 Sekunden, whoops, 7 Sekunden auf der Stufe 8. Also das ist ja etwas, was ich am Thermomix liebe. Na, man haut's rein, Sekunden fertig. Egal, was man schreddern muss. Und schaut mal, so schön wird es. Das fülle ich mir jetzt um und stelle es noch in den Kühlschrank, weil das ist am einfachsten dann später, wenn der Käse kalt ist, dann ist er nicht klebrig, und beim Verteilen geht es dann einfacher. So, ich baue jetzt gerade meine Küche um und melde mich zurück. Als nächstes wascht ihr eure Drillinge und halbiert sie. Und nehmt eure Tomaten und schneidet sie halt in ungefähr so dicke Scheiben. Ja, mehr braucht es nicht sein. Als nächstes heizt ihr euren Backofen vor, Ober-Unterhitze 200 Grad. Meine Drillinge sind gewaschen und halbiert. Jetzt nehme ich ein kleines Schüsselchen mit 30 Gramm Olivenöl. Dann kommt ein Teelöffel Salz dazu. Einen halben Teelöffel Pfeffer. Ich nehme dazu gerne den schwarzen Pfeffer. So, komm. Und Paprika habe ich eben nämlich vergessen aufzuzählen. Aber steht ja alles schön säuberlich unten im Rezept in der Infobox. Ein Teelöffel Paprika kommt noch rein. Das Ganze verrühre ich. Also es geht wirklich, wirklich schnell, das Rezept. Gebt das über die Kartoffeln. Vermischt das Ganze, dass sie wirklich rundum schön bedeckt sind. Passt auch super, wenn ihr grillen wollt oder so, die Kartoffeln im Backofen zu machen. Also, die dürfen bei uns wirklich nicht fehlen. So, und die lasst ihr jetzt 15 Minuten ziehen. In der Zwischenzeit holt ihr euch einen Bräter und euer Backblech und hier auch das altbewährte Mittel, was ich immer so gerne anpreise, das Backtrennmittel. Dann bleiben die Kartoffeln nämlich nachher auch nicht so an dem Backblech kleben, und das fette ich jetzt schön ein. Die Kartoffeln sind gut durchgezogen. Die mache ich mir jetzt einfach samt der restlichen Marinade aufs Blech und drehe mir die alle mit der Schnittseite nach unten.
kommen jetzt für 40 Minuten in den Backofen. Gut, dass ich hier so einen Timer drin habe. Also auf die mittlere Schiene. Stelle ich mir das Ganze auf 40 Minuten ein. Nach 20 Minuten fangen wir dann an mit der Hähnchenbrust. Die Kartoffeln sind jetzt seit 20 Minuten im Ofen und ich habe mir jetzt hier ein wenig Butterschmalz im Bräter erhitzt. Ihr könnt natürlich das Fett eurer Wahl nehmen, also ich mag am liebsten Butterschmalz. Und dann lege ich mir die Hähnchenbrüste rein und brate mir die richtig gut durch. Zuerst auf der einen Seite und ohne zu würzen. Und dann auf der anderen Seite. Und mein Trick ist es, damit es die Saftigkeit behält, einfach Deckel drauf. So, ihr seht also, dass ich beim Braten die Hitze von oben mit benutze. Und die sind jetzt hier schon richtig schön durchgezogen. Ja. Und dann drehe ich sie jetzt das erste Mal um. Und reduziere die Hitze zur mittleren Stufe und lege den Deckel wieder auf. Jetzt müssten sie gut durchgezogen sein. So. Und jetzt gehe ich nochmal hoch mit der Temperatur auf Maximum und brate sie mir noch kurz scharf an. Seht ihr, so schön sind sie jetzt angebraten. Ich schiebe den Topf auf Seite. Dann könnt ihr mich im Übrigen auch wieder besser verstehen. Und hol jetzt mal die Kartoffel raus, um euch zu zeigen, wie wunderbar die geworden sind. Und dann seht ihr auch direkt, was ich meine mit dem Backtrennmittel. Der Ofen, der bleibt weiter jetzt auf 200 Grad. Und wie ihr seht, das Backtrennmittel verursacht halt, dass es nicht anwappt. Ne? Man kriegt sie ganz leicht vom Blech raus. Und ich mache sie mir jetzt gerade in der Warmhalteschüssel. So sehen die Kartoffeln jetzt aus. Die sind doch toll geworden, oder? Und vor allen Dingen, selbst wenn die kalt werden, schmecken die noch richtig, richtig toll. Wir haben jetzt unser Hähnchen fertig angebraten. Und ich habe jetzt hier einen halben Esslöffel Sambal Oleg. Das reicht für meine Geschmackssinne definitiv. Und damit bestreiche ich jetzt die Hähnchen. Ich lasse die auf der Brust liegen. So, auf das eine ein wenig mehr, das ist für die Männer, die lieben es nämlich scharf. So, dann Salz, Pfeffer, und dann gebe ich einfach die Tomaten drüber. Und anschließend hole ich mir dann meinen Käse aus dem Kühlschrank. Und der wird dann auch drüber gestreut. So sieht es jetzt aus. Das kommt jetzt in den Backofen. Bleibt jetzt so lange drin, bis der Käse geschmolzen ist.
Ihr Lieben, schaut mal, so sieht's jetzt aus. Ist das toll oder ist das toll? Also, ich freue mich jetzt schon aufs Abendessen. Na, und hier nochmal meine Kartoffeln schon. Bitte sehr. Das Ganze werde ich jetzt anrichten auf Tellern. So, ich habe ordentlich Farbe bekommen beim Kochen. Nicht nur, dass es durch den Ofen heiß in der Küche ist, da draußen, es sind auch ganz schöne Temperaturen. Aber nichtsdestotrotz, so überbackene Hähnchenbrustfilets mit Tomaten und den ganz, ganz leckeren, tollen Backofenkartoffeln, die müsst ihr unbedingt probieren. Die schmecken super lecker, dem kann man nichts entgegensetzen. Also ich liebe dieses Essen und ich hoffe, euch schmeckt es ebenso. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, da bekommt ihr eine Benachrichtigung. Und wisst ihr, was ich noch vorhabe mit euch? Ich möchte mit euch im Thermomix, und jetzt haltet euch fest, einen selbstgemachten Dünger für Gemüse, für Zimmerpflanzen, Balkonpflanzen, für Obst. Selbstgemachten Dünger möchte ich euch mal präsentieren und mal schauen, was ihr dazu sagt. Also, ich habe vor, im Thermomix nicht nur zu kochen, wie ihr merkt. Und ich hoffe, dass es euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal macht und bleibt gesund. Bis dann, eure Claudia. Ciao.